Ja, ich bin jetzt hier am CTE-Stand auf der CeBIT und in diesem Video zeige ich euch das Grand Memo, was wir hier haben. Schauen wir es uns mal an. So, ja, hier haben wir das Gerät jetzt. Das Ganze hat ein 5,7 Zoll Display, der HD ist. Auf dem Ganzen läuft Android Jelly Bean. Ja, das Ding ist einfach riesig jetzt hier in meiner Hand. Könnt ihr es ja mal anschauen hier. Von allen Seiten, von hinten haben wir leider hier diesen Messe-Sticker drauf, mit diesen ganzen Sicherheitsteilen. Wir haben 13 Megapixel. Das Ganze hat UMTS, also 3G, leider kein LTE. Preis ist auch noch nicht bekannt. Hier haben wir das Betriebssystem, da läuft Android 4.1.2 drauf. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an im Vergleich zu einem iPhone. Wir haben hier, die Größe ist wirklich enorm. 5,7 Zoll sind einfach riesig. Das Ganze zählt unter der Kategorie von Phablets. Heißt Tablet und Smartphone zugleich. Wegen der Größe halt. Ja, wir haben hier einen Skin drauf von CTE. Den können wir auch in den Einstellungen, glaube ich, einstellen. Ja, auf jeden Fall, es gibt viele Skins. Wie wir sehen, es sieht alles anders aus. Es ist kein normales Android. Preis ist leider noch nicht bekannt. Ja, das war jetzt eine kleine Vorschau von dem CTE Grand Memo Phablet hier von der CeBIT 2013.